Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und begrüße euch recht herzlich zurück zu Indiana Jones und das Schicksal von Atlantis. Kann ich auf den Kompass fliegen? Nö. Dann gehen wir da mal hin. In der letzten Folge haben wir ein bisschen bei Mr. Trottier rumgerätselt. Jetzt rätseln wir woanders rum. Hello there. Ah, a prosperous America. Hast du jemals von Atlantis gehört? You ever hear of Atlantis, old man? Atlantis. Atlantis. No. Schade. Versuch was wert. Weißt du, wo Omar al-Jabbar ist? You know where to find Omar al-Jabbar? Omar is one of my best customers. His shop is on the other side of the marketplace. Mhm. Und was machst du so auf der Straße? Wieso ist er dein Kunde, wenn du ein Bäcker bist? What are you doing here on the streets? I'm a beggar, Effendi. It is my job to be here. Ah ja. Okay. Today I'm offering a discount. Give me food and I'll give you a free gift. Ah, und wenn wir was zu essen geben, gibt er uns umsonst ein Geschenk. Now let me get back to work, please. Das ist eine gute Idee, das machen wir. Gehen wir erstmal hier hin. Ein Messerwerfer. Excuse me. Yes? Nette Messer. Nice knives. Yes, they were a gift from my father, the greatest knife thrower in North Africa. I'm trying to follow his example. But alas, no one will volunteer to be my assistant since the accident. Ah ja. Sein Vater war der beste Messerwerfer in ganz Nordafrika, aber er versuchte ihm nachzueifern, aber seit dem Unfall will keiner sein Dings sein. Ah ja. Do you know where to find Omar al-Jabbar? He has a shop nearby, behind the marketplace. Sorry to bother you. Ja. No bother. I just wish a volunteer would step forward to assist me. Ah ja, und er wünschte sich, ein Freiwilliger würde vortreten. Nein, das ist gut. Würde vortreten, um ihn zu assisten. Na, wir können da vielleicht helfen. Na? They're a happy bunch. Excuse me. What? Ich finde, sie sollte dafür. I think you should volunteer to help the knife thrower. No, you don't, Jones. Mach's und ich darf's nicht. I'll let you wear my hat. I'll let you wear my fist if you keep this up. Ach, komm on, assist the guy, will ya? Nope. Ah ja, ich glaube, sie hat Angst. Oh, I get it. You're chicken. Well, cock-a-doodle-doo. I'll never volunteer. So where's your sense of adventure? Auch wie ärgerlich. War das nicht irgendwie so, dass man sie schubsen musste? Scheinbar nicht. Sophia. What? Fragst the man's desperate. He needs your help. Is this your idea of a friendly nudge? Please, it's perfectly safe. You never give up, do you? Ja, das ist genau die Idee, I just think you should learn something about the local culture, up close. You call this cultural? I better not get too close. Aber jetzt. Oof! Look here, ladies and gentlemen. A volunteer. But... Now, my dear, there's nothing to be afraid of. But... Just walk over to the board now. Ta-da! Thank you for your brave assistance, my dear. Allow me to express my gratitude by giving you this souvenir knife. Here, take this knife before I use it on you. Ja. Ne? Wie man in einem anderen sehr berühmten Adventure mal gesagt wurde, man muss ein paar alte Frauen die Treppe runterschubsen, um die Welt zu retten. Und in diesem Fall muss man ein paar hübsche Frauen vor einen Messerwerfer schubsen, um die Welt zu retten oder so ähnlich. Ah. Excuse me. Yes? What looks good today?
Today we have a special, squab on a stick, only 20 dinars. Do you accept US currency? Sorry, no. Oh, missed. Well, a squab would sure hit the spot. 20 dinars, effendi. Maybe we can make a deal. What kind of deal? Ja, vielleicht kann ich ihm was tauschen. Vielleicht das Messer? I'll trade this beautiful knife for a squab. I already have several of those knives. The knife thrower has notoriously bad aim. Ja, okay. Hold the squab, I'll be back later. Certainly, effendi. Tja, okay. Schauen wir mal. Gehen wir erstmal hier hinten hin. Zu Omar. Ich glaube, der ist da, ne? Bist du Omar? Huch. Ah! Excuse me. What can I do for you, effendi? Bist du Omar Al-Jabbar? Are you Mr. Omar Al-Jabbar? I am but a humble shopkeeper. My name is unimportant. Aber sein Name ist gar nicht wichtig. Naja. Do you ever deal in antiquities from Atlantis? Maybe I do, maybe I don't. Many a fool dreams of the Lost Kingdom. How may I know your intentions are serious? I've got a PhD. Will that do? You have quite a sense of humor, I see. Also er glaubt uns nicht, dass wir ernsthaft Interesse haben und der PhD scheint uns da nicht zu helfen. Können wir diese Maske mitnehmen? Tatsache, sehr cool. Können wir jetzt einfach gehen? Klauen wir die jetzt? Na? Wait one minute. Na, verdammt. So you think you can just stroll out of here without paying? Versuch es wert. Na, was kostet es denn? Well, how much does it cost? That mask? On second thought, you can have it. It's been scaring away all my best customers. Ja, und jetzt hat er es uns geschenkt, weil es seine besten Kunden verjagt hat. Naja, wie ärgerlich. Jetzt haben wir aber, glaube ich, die Möglichkeit, ein anderes Rätsel zu lösen. Wir können auch noch nach oben hier. Aber da müssen wir später hin, glaube ich. Können wir mal gucken. Ich glaube, da gibt es noch nichts, was wir tun können. Genau, da gibt es einen Balloon Ride, da können wir später weiter. Das müssen wir noch nicht. Machen wir jetzt auch nicht. Was wir jetzt machen, ist ein Rätsel, bei dem ich in der letzten Folge verkackt habe, weil ich vergessen habe, dass ich erst noch Items von hier brauche. Mal. Aber jetzt machen wir es besser. Ja, das kennen wir alles schon. You find Trottier and I'll do the rest. Alles gut, Schnuggi. Wir warten also wieder auf den Trottier und hoffen, dass wir ihn vernünftig anklicken können. Da ist er. Over here, ja. Monsieur Trottier. Erwischt. Well, hello again, Dr. Jones. How can I help you? Hello, Mister. Madame Seance. Madame Sophia wants Madame Sophia. Another seance. Well, she's a charming woman. So, I'll do it. Please, lead the way. Diesmal machen wir das besser. Have a seat, Monsieur Trottier. Is he here? You. Keep him busy. I'm going to try something. All right then. Give me a minute while I set him up. Jawohl, gleiches Spiel wie letztes Mal, nur diesmal besser. Jetzt haben wir nämlich die Maske und ich glaube, die macht uns dann noch gruseliger. Thank you for giving me another opportunity, Monsieur. Do you still have the key? Yes, here it is. So, erstmal schnell. Bla 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 bla. Now is not the time. Let a smile be your umbrella. I'd better wait until it's dark. Okay. Also auf jeden Fall hat man nicht unendlich Zeit für dieses Event. The lights. What happened to the lights? I think Nurab Sal is trying to signal us. Yep. Das ist er. Das da und das da und das da und jetzt geht's los. Oh, I feel the presence of Nurab Sal approaching us. Ooh. Aye.
Well done, Indy. Looks like we have one of the three stones. Let's hope we can find a way to use it. I'll bet Trottier got it from Al-Jabbar. Those two do a lot of business together. Let's head for North Africa and find out if I'm right. Okay. Fine. I'll hail a cab while you get changed. Okay. I better put the flashlight back. Aber jetzt hat's geklappt. Und das ist hier dann, also das ist sozusagen, man merkt, man merkt, dass das Spiel hier sozusagen dann sozusagen auch eben schwerer wird. Im ersten Teil des Spiels hat man alle Items, die man für ein Rätsel gebraucht hat, in der Location auch gefunden. Hier müssen wir jetzt zwischen den Locations hin und her wechseln, um Rätsel in der anderen Location zu lösen. Also wir hätten das Rätsel da ohne die Maske nicht lösen können. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass die Scheibe reicht, um Omar Al-Jabbar zu überzeugen, dass wir Dingens und so. Und wir müssen noch irgendwas finden, um es mit dem Grocer zu tauschen. Ich weiß noch nicht was. So, erstmal. Excuse me again. Yes? I'm really interested in Atlantis. And I really need some reason to take you seriously. Yep. Ich hab diesen Stein. I've got this stone. Stone, you say? Let's see it. I'm not sure I should trust you. Let me know when you make up your mind. Aha, okay. Na gut. Excuse me again. Yes. So ganz vertrauen tue ich ihm nicht und er vertraut mir nicht, aber wenn keiner keinem vertraut, dann kommen wir I'm really interested in Atlantis. Deswegen versuchen wir es nochmal. And I really need some reason to take you seriously. Dann habe ich diesen Stein. I've got this stone. Stone, you say. Let's see it. Und dann muss ich ihm den wohl zeigen. Ja. Here it is. Take a look. Ah. It is said that three stone discs were needed to open the gates of Atlantis. This looks like one of them. Mhm. A sunstone, if I'm not mistaken. Natürlich, der erste, Dr. den wir bräuchten. How do you know who I am? Yeah, how? My dear Miss Hapgood, when you're Omar Al-Jabbar, you know these things. Then you are Al-Jabbar. Yes, a lowly dealer in oddities and trinkets at your service. Let's get down to business, shall we? What do you know about Atlantis? Yes, tell us. Well, somewhere deep in the Atlas Mountains, there's an archaeological dig site. I'm convinced it contains the remains of an Atlantean outpost. Mm-hmm. Wo genau? Where is it exactly? I'm not exactly sure. I've learned enough to make a rough map, but it's very rough. Okay, also erstmal, er ist Al-Jabbar, er kennt unsere Namen und deswegen weiß er alles. Und es gibt wohl hier in der Nähe bei irgendwelchen Bergen eine Ausgrabungsstätte. Und er hat eine ganz, ganz grobe Karte davon. Aber wo genau das ist, weiß er auch nicht. Whose dig is it? Europeans. Germans, I believe. Ah, ja, the problem is, the desert is no place for a civilized man like myself. Ah ja, und er möchte we'll go. We will? I admire your courage, but you'll never survive the desert. Give up while you still have your lives ahead of you. Er sagt, wir sollen aufgeben, bevor wir... Nein. We'll never give up. Well then, let it be as God wills it. Come, I'll lend you my map. And a couple of sturdy camels. Ah ja, er leiht uns seine Karte und ein paar Kamele. Aber ich glaube, das reicht nicht, oder? Wie war das denn? Ein paar Minuten später geht er allein zurück, ein paar Stunden später. Ah ja, da sind wir wieder.
You've returned alive. Tell me, how was your trip? Okay, Ja, jetzt können wir verschiedene Sachen sagen. Wir können sagen, die Kamele sind da früh gestorben. Das machen wir mal. Also der Trip war in Ordnung, aber die Kamele sind eine Meile außerhalb der Stadt gestorben. Okay, except our camels died a mile out of town. A terrible shame. Those were my last two camels. Perhaps I can make amends in some small way. Do you still have that mask I gave you? Ja, okay. Er sagt, naja, vielleicht kann er sich ja entschuldigen, indem er irgendwie was für uns tut. Das waren seine letzten zwei Kamele. Fragt nach der Maske. Ja. Yeah, I've got it right here. Why do you ask? I'd like to trade you for it. Ah ja. Okay. Will you give me? That depends. Do you have anything in mind? Make an offer. Well, how about this baseball? It's been autographed by your country's Lou Gehrig. Ah ja, okay. Nehme ich mal. I'll take it. You've made a good exchange, Effendi. Okay, er tauscht uns jetzt die Maske gegen verschiedene Items. Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwas konnte man dem Grocer nämlich tauschen. Ich weiß nur nicht mehr, welches das war. War das nicht sogar schon der Baseball? Excuse me. Yes? I'd like to make another squab offer. I'm listening. I'll trade you this autographed baseball for a squab. I'm sorry, Effendi, but I cannot make that trade. Although that shade of white fits perfectly in my house. Okay, das war's nicht. Hold the squab, I'll be back later. Certainly, Effendi. Jetzt kann man das Ding, glaube ich, ein paar Mal tauschen, dann muss man nur das Richtige finden. Ich weiß nur nicht mehr, welches das Richtige war. Ja, ja. Reden wir nochmal mit ihm. Excuse me again. Yes? Can I trade my baseball for something else? Do you have anything in mind? Ah ja, jetzt können wir nämlich schon sagen, was Weißes wäre. Something white would be nice. Anything else? Make an offer. Well, how about this beautiful white cane? It was once touched by Queen Victoria. Vielleicht noch was anderes. I don't think that's it. What else can you show me? How about this lovely bar of soap? It's 99.94% pure. Nee, keine Seife. That doesn't appeal to me. What else have you got? How about these charming ivory earrings, they were carved from the tusks of a prehistoric mammoth. Nee, klar. Nehmen wir mal und dann reden wir nochmal mit dem Trader. Also er gibt uns ja immer so kleine Tipps. Hat uns jetzt gesagt, ja, die Farbe von you've dem made a good exchange, Baseball passt zwar in sein Haus, aber der Baseball wäre nicht so seins. Jetzt probieren wir es mal mit was anderem, was weiß ist. Und probieren einfach mal so ein bisschen rum und gucken, ob uns noch einen Tipp gibt. Können wir das einfach über GIF machen und ins Dialog ein bisschen überspringen, das wäre schön. Excuse me. Scheinbar. Yes? Ah, okay, das geht nur so, okay. I'd like to make another squab offer. I'm listening. If you give me a squab, I'll give you these ivory earrings. Scheinbar nicht. This gift will save my marriage, Effendi. And it's so color coordinated. Here, have a squab. Okay. Thank you. Das rettet seine Ehe. Das war dann doch das Richtige. Okay, cool. Ja, dann gehen wir mal weiter. Und geben dem armen Bettler was zu essen. Da gibt's ja was zurück. Für. Excuse me. You bring food? Here. Thank you, Effendi. Here's your free gift. Und das ist? It says one day pass, Karim sightseeing tours. Ah ja, das ist ein Ballon. Dingsbums. Ja, ist ganz nett, wie hier auch die beiden Locations miteinander interagieren. Man muss erst nach zu Al-Jabbar die Maske holen, dann kriegt man den Worldstone, mit dem man bei Al-Jabbar die Kamele kriegt und dann kann man die Maske auch erst wieder tauschen. Finde ich ganz nett. Ich glaube, wenn wir ihr das Ticket geben, können wir jetzt hier... I'd like a balloon ride. Here's my ticket. A
a valuable all-day pass. Today the skies are yours, Effendi. Dann gehen wir jetzt in den Ballon. Und dann können wir uns die Stadt von oben angucken. Gut, dass wir ein Messer haben, ne? Wo ist auch ein Messer mit Blutflecken drauf? We're free! Und jetzt wird's schwierig. Das ist jetzt so ein Minigame. Da können wir unsere Richtung so ein bisschen ändern, indem wir Ballast droppen oder Hydrogen. Also entweder droppen wir Ballast oder wir wenden Hydrogen und dann können wir unsere Location so ein bisschen anpassen. Und jetzt müssen wir nur die richtige Stelle auf der Karte finden. Und dann da auch noch landen, das ist das andere Schwierige. Und ich weiß halt auch nicht so genau, wo wir hin müssen, aber wir werden es zusammen herausfinden, würde ich meinen. Das Schwierige, was ich damals immer am schwierigsten fand, ist, dass man da auch noch landen muss. Also ihr seht, wenn wir Vent Hydrogen machen, geht da auch noch runter, also dann müssen wir auch noch weiter nach unten. Schauen wir mal. Aber das Spiel war da, glaube ich, auch relativ verzeihend, wenn es um... Da ist eine Oase, die wollen wir auch nicht. Wir suchen die Dickside. Wenn wir die Karte noch in etwa in Erinnerung haben, die wir dabei hatten von Omar, dann wusste man, das war so ungefähr unten rechts, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Wir versuchen das mal zu finden. Wird sich schon irgendwie bewältigen lassen. Must be an updraft here. Ah ja, oder soll heißen, da ist die Karte zu Ende. Das kann auch passieren. Schauen wir mal hier. Irgendwo wird sich das schon finden. Da ist noch ein Nomadencamp. Ja, das wollten sie nicht zu groß machen, das Gebiet. Ach ja, die guten alten Minigames in Adventures. Ist noch ein Nomadencamp. Ja, wo ist denn das? Must be an updraft here. Okay. Nein, dreh nochmal um, ich bin nach unten. Ich will gucken, ob ich weiter im Süden was machen kann. Dü, 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 dü. Können noch mal einmal weiter nach oben, denn oben ist man schneller. Habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber kam mir immer Must be an updraft here. Okay. Nein, falsche Richtung. Dann fahren wir nochmal so. Irgendwo wird sich das schon finden. Keine Sorge, wir kriegen das schon hin. Nomadencamp. Vielleicht war das auch einfach in irgendeinem dieser Berge. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ich erinnere mich, dass bei einem der Berge, an dem wir vorbeigeflogen sind, so eine Art Weg eingezeichnet war. Vielleicht müssen wir da auch hin. Ich weiß es gerade nicht mehr. Da ist wieder die Stadt. Dann fahren wir von der Stadt mal durchgehend nach rechts. Dim, 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 dim. Zuletzt sind wir so ein bisschen nach unten gegangen. Das lassen wir jetzt mal. Wir fahren einfach so nach rechts durch. Ist dieser Weg hier irgendwie anklickbar? Nee, okay. Hätte ja sein können. Man weiß es nicht, ne? Nein, falsche Richtung. Nicht in die... Da wollte ich hin. Ich wollte ein bisschen weiter wieder in meinen Screen, damit ich genau dann, wenn ich nämlich mal wo draufklicken muss, das auch machen kann. Und dann nicht den Ballon mit einem Icon habe, wo ich draufklicken will. Aber das machen wir jetzt auf jeden Fall noch diese Folge fertig, dass wir das Ding finden. Würde ich jetzt so vorschlagen. Du, 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 du. Hier ist auch nicht. Können wir noch einen weiter nach rechts? Wo ist denn das dann? Ich glaube, diese Nomadencamps konnte man auch benutzen. Ich weiß nicht, ob es rechts noch ein Feld gibt. Das gucken wir jetzt nach. Da konnte man landen, wenn man das hinkriegt, und dann sagen die einem, ja, du musst irgendwie in Richtung Süden oder du musst in Richtung Osten.
Das würde ich jetzt gleich mal versuchen, wenn wir jetzt nicht im nächsten Fels finden. Ich stelle mich jetzt gerade wieder auch ein bisschen komisch an wahrscheinlich. Naja. Must be an air pocket here. Yep. Nein. Ja, wobei, jetzt fahren wir nach unten, nehmen wir das beste Camp, das wir finden. Da, die Oase. Aren't you coming? I'll stay here and watch the balloon. Haben wir was getroffen oder sind wir irgendwo mitten in der... Du warst Uncrossable Desert? Okay, dann haben wir es nicht getroffen. Sophia. Nein. Use Balloon. Das war so ein etwas anstrengendes Minigame. Na komm, wir fahren jetzt mal da oben zu dem Nomadencamp und fragen die mal, wo wir müssen. Die werden wahrscheinlich sagen, ihr müsst nach Südwesten. Und das wird uns dann natürlich informationstechnisch so richtig, richtig weiterhelfen. Ah, da haben wir den Nomaden gefunden. Das ist schön. Stay here and guard the balloon. So, sag uns mal, ob du weißt, wo das Camp ist. Ich glaube, die sind so als Tipps gemeint. Hello there. Salam, Effendi. What do you make of this map? This X is to the south. That's about it. Thanks for the information. Okay, also nur südlich, sagt er. Müssen wir vielleicht tatsächlich She's too far away. Müssen wir tatsächlich vielleicht zu der Oase? Fragen wir nochmal ganz kurz. Hello again. Ob er jemanden hat Salam again. Genau. Have you seen anyone digging around here? Well, I have seen foreigners with trucks and equipment. Trucks? Equipment? Where? It's hard to remember. The desert all looks the same, you know? Okay. Nice talking to you. Go with God, Effendi. Er sagt, das ist nur zum Sühen. Ist das vielleicht tatsächlich die Oase, die ich jetzt gerade verfehlt habe? Ich meine, das war ein eigenständiges Icon, das einfach nur Dickside oder so hieß. Aber vielleicht ist es die Oase und ich bin so doof. Er sagt auf jeden Fall, wir müssen nach Süden. I don't want to land in the sea. Ja, ich auch. Ach so, okay, dann geht er zu weit runter. Das ist das Problem gerade. Okay. Na gut. Das Problem ist, dass halt Höhe verändern gleichzeitig mit Richtung verändern läuft bei dem Ding. Und das ist ärgerlich. Aber gut. Aber wir kriegen das alles hin. So. Wir steuern direkt die Oase an. Ah. Stay here and guard the balloon. Nee, das ist auch nur wieder so ein Nomadenpunkt. Boah, voll die Überlängefolge, weil wir hier so lange suchen. Naja, euer Glück. Hello there. Salam, Effendi. Yup, Map. What do you make of this map? You are very close to the site. That's good. This X is a little to the south. That's about it. Thanks for the information. Okay, wir sind sehr nah dran. Es ist noch ein bisschen weiter südlich. Okay. Wusste doch, dass das nicht die Oase ist. Oh, das war dumm. Das wollte ich nicht. Kacke. Jetzt weiß ich auch wieder. Stay here, ja. Guard the balloon. Tatsächlich muss man also mit den Jungs reden, um einen da so einen Tipp rauszuholen. Und so ein bisschen da. Und nur wenn man dann sich die Jungs da ein paar Mal anspricht, dann zeigen sie es einem auf der Karte. Das wusste ich gar nicht mehr. Ja, guck. Haben wir wieder was gelernt. Aber ich glaube, da wollen wir hin, ne? Es sieht so aus. Könnte man meinen. Man weiß es nicht. So. Na toll, jetzt sind wir daneben gelandet, oder was? Stay here and guard the balloon. So schwer da zu landen, Punkt genau. So ätzend. Kacke, da müssen wir andersrum ranfliegen, so kommen wir da nicht hin.
Müssen wir wieder weiter nach oben, das ist das Ärgerliche. Oh. Ich glaube, wir haben es gefunden. Ow, I've seen better landings. Him too. Tja, ich würde sagen, wir haben es gefunden. So, Folge ein bisschen sehr, sehr lang, weil wir lange gesucht haben. Deswegen, ich bin die Zementente, bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles, alles Gute und ciao, ciao.